Hallo zusammen, willkommen zu meinem Kanal. Heute gibt es eine Häkelanleitung zu diesem süßen Häschen. Und ja, den Körper ist eigentlich genau derselbe Körper wie vom Nilpferd auch. Deswegen wundert euch nicht, dass euch wahrscheinlich der Anfang sehr bekannt vorkommt. Denn auch da werde ich euch es zeigen mit einer mit einem grauen Garn statt mit diesem hellen. Und ja, aber das halt der gleiche Körper ist und das nicht nochmal neu filmen brauchte. Und ja, den Rest zeige ich euch natürlich dann auch direkt. Gehäkelt habe ich diesen Hasen mit einem Garn, den ich bei Roller gekauft habe für 1,99 €. Ich liebe diesen Garn. Also es macht mega Spaß, damit zu arbeiten und das Ergebnis ist einfach wunderschön. Dazu eine passende Nadelstärke von 1,5. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen mit den Beinen. Dafür machen wir einen magischen Ring. Ihr könnt ihn natürlich so machen, wie ihr den gelernt habt. Ich mache das ganz einfach, indem ich den einfach so über die Finger drehe. Dann gehe ich mit meiner Nadel. Und wenn ich jetzt hier dran ziehe, wird dieser kleiner. Wenn ich hier dran ziehe, wird dieser größer. So, und darin machen wir 6 Maschen. Zwei, drei, vier, fünf und sechs. Dann können wir das Ganze schließen, indem wir hier unten ziehen. So, wir gehen hier in unsere erste Masche rein und machen hier eine Kettenmasche. Dann können wir das Ganze auch noch mal zusammenziehen. So, was wir jetzt machen, wir haben ja 6 Maschen. Am besten zählt ihr auch noch mal. Und wir gehen jetzt in jeder Masche zweimal rein. Also wir verdoppeln jede Masche. Und das machen wir jetzt. Aus 6 werden es dann 12. 1, 2, in die nächste kommt die 3 und 4, danach die 5 und 6, 7 und 8, 8. Dann kommt hier die 9. Und die 10 und in die letzte die 11 und die 12. Dann gehen wir hier wieder in unsere erste und machen eine Kettenmasche und unsere zweite Runde ist somit fertig. So. Jetzt in der nächsten Runde, auch hier werden wir nochmal Zunahmen machen. Und zwar verdoppeln wir jede zweite. Ihr könnt euch jetzt ein Stück Wolle nehmen, am besten in einer anderen Farbe, legt es euch hier zwischen und dann könnt ihr loslegen. So habt ihr eure Markierung und könnt nichts falsch machen. Ist aber so auch noch übersichtlich und deswegen mache ich das jetzt ohne Faden. Das heißt, wir haben jetzt 12. Und wenn wir jede zweite verdoppeln, das heißt wir verdoppeln 6, dann müssten wir am Ende 18 Maschen haben. Und wir beginnen. Eine feste Masche. In die zweite kommt die 2 und die 3. Hier wieder eine, die 4. In die nächste wieder 2, die 5 und die 6. In die nächste nur eine, die 7. In die nächste die 8 und die 9.
die nächste. Kommt nur eine, die 10. Die nächste. Verdoppeln wir. 11 und 12. Danach wieder nur eine, die 13. Und wir verdoppeln wieder. Die 14 und die 15. Danach kommt wieder nur eine. Das ist unsere 16. Und die nächste verdoppeln wir. Einmal die 17 und die 18. Wir zählen nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wir haben 18. Wir schließen das Ganze wieder mit einer Kettenmasche. Und so sieht es jetzt aus. Jetzt werden wir 4 Reihen lang nur feste Maschen machen. Keine Zunahmen, keine Abnahmen. Hier sind es ja doch ein paar Maschen mehr. Und damit ich nicht jedes Mal bis 18 zählen muss und das Ganze ein bisschen entspannter machen kann, nehme ich mir hier einen Faden. Das ist meine Markierung. Und wir können loslegen. 4 Runden nur feste Maschen. So, ihr Lieben, die erste Reihe ist geschafft und wir drehen das Ganze einmal um. Ihr könnt das natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Und jetzt kommen noch 3 weitere Reihen. Und wenn ihr das habt, dann sehen wir uns wieder. So, wenn wir das haben, dann kann hier die Markierung einmal rausgenommen werden. Und das Ganze schaut so aus. Hier können wir auch nochmal nachziehen. So, das ist das erste Beinchen und davon benötigen wir 2. Da ist mein zweites. Und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Hier, das ist viel zu lang. Wollte ich eigentlich gerade abschneiden, aber nein, kann man da reinlegen. Ist nicht schlimm. So, wie geht es weiter? Wir sind hier an der Runde angekommen und wir häkeln 3 Maschen, Luftmaschen. Also einmal, 2 und 3 Luftmaschen. Dann nehmen wir hier unser zweites Bein, wo wir da einstechen, ist egal. Dann nehmen wir uns einfach eine Masche, gehen da hinein, verbinden das Ganze mit einer Kettenmasche. Und häkeln hier einfach weiter. Könnt ihr das gut sehen? So. Und zwar häkeln wir weiter mit feste Maschen. Also so schaut das jetzt dann aus. Und wir häkeln einmal drumherum. Keine Zunahmen, keine Abnahmen, also wirklich ganz einfach. Immer nur feste Maschen.
Und dann stechen wir einmal hier in die erste Masche, allerdings nur die eine Seite. Seht ihr das? So. Na, da sind drei Stück von. Da bin ich drin. Komm noch ein bisschen näher. Da gehen wir gleich rein. Und dann da. Die zweite. Und die dritte. Und dann legen wir hier einfach mit festen Maschen weiter. So. Dann machen wir hier noch den Kreis. Und dann haben wir nämlich unsere erste Runde schon mal fertig. So, hier bin ich jetzt nun wieder angekommen. Ich werde mir da wieder unsere Markierung nehmen. Ich steche hier ins nächste schon mal hinein. So, auch hier auf dieser Seite werden wir hier diese drei nehmen, die äußeren. Und dann häkeln wir hier wieder wie gewohnt einfach weiter. So, hier ist unser Anfang. Und eine Runde geht so und wieder hier rüber. Und das machen wir jetzt 10 Reihen. Also das dauert jetzt auch ein bisschen. 10 Reihen hoch. Immer nur feste Maschen. Und das 10 Reihen. Und dann sehen wir uns wieder. So, wenn wir gleich hier in der Mitte sind, das wollte ich noch erwähnt haben, nicht, dass ihr denkt, dass wir jetzt hier immer nur die äußere nehmen. Nein, wir häkeln jetzt hier wirklich ganz normal weiter. Also wir nehmen immer, Moment, wir nehmen immer so die Masche, ne? Also beide. Auf der anderen Seite sieht es dann so aus, also genauso aus. Und so häkeln wir halt 10 Reihen und ja, dann sehen wir uns wieder. Das ist nun mein Ergebnis. Innen sieht es dann so aus. Ich habe jetzt einfach hier die hier einfach da reingelegt. Brauchen wir ja nicht abschneiden. Kann da ruhig drin bleiben.
So, also wir sind hier angekommen. Wir haben 10 Runden gemacht. Wir nehmen hier unten den Faden raus, setzen den erneut hier oben. Ach so, was ich euch zeigen wollte, unten, wie es ausschaut. Also, ne, wie ihr sehen könnt, das ist richtig schön sauber gearbeitet. Und ja, der Faden kommt hier oben rein. Da ist die nächste. So, was wir jetzt machen wollen, sind Abnahmen. Und zwar nehmen wir jetzt jede zehnte ist eine Abnahme. Das machen wir jetzt diese Runde. Also wir häkeln eine feste, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und jetzt kommt hier die Abnahme. Wir nehmen den Faden, gehen in die nächste rein, nehmen den Faden und gehen da durch alle drei. Wir haben somit eine Abnahme und das Ganze wiederholen wir jetzt wieder. Wir fangen wieder mit feste Maschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir gehen in die zehnte, in die nächste und daraus wird eine Masche. Und das Ganze wiederholen wir noch einmal. Eine feste, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und die zehnte und die nächste ist eine Abnahme. Und weiter geht's. Eine feste, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und hier kommt unsere nächste Abnahme. Auch wenn wir jetzt eine über diese Markierung sind, das macht überhaupt nichts. So, unsere Abnahme. Wir nehmen den Faden raus, setzen uns den hier oben wieder rein und wir machen eine, zwei Runden nur feste Maschen. Wir machen zwei Runden nur feste Maschen bis zu unserer Markierung. Zwei Runden. Nun die zwei Reihen fertig. Ich nehme hier den Faden wieder, setze den einmal hier hoch und die nächste Reihe ist wieder mit Abnahmen. So. So, und zwar machen wir hier in jede siebte Masche eine Abnahme. Wir häkeln eine feste Masche, zwei, drei, vier, fünf, sechs, die siebte
Und die nächste ist eine Abnahme. Und dadurch haben wir eine Masche. Und wir wiederholen das Ganze. Ein einziges Mal. Eine feste. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Wir sind hier am Ende angekommen. Die nächste ist aber noch eine Abnahme. Wir gehen in die siebte und nächste und es werden eine Masche. So, in der nächsten Runde werden wir nur feste Maschen häkeln, allerdings diesmal nur eine Runde. Das machen wir bis zu unserer Markierung und dann sehen wir uns wieder. Auch diese Runde habe ich beendet und das Ganze schaut jetzt so aus. Also es geht ein bisschen in die Enge und dieses Ergebnis wollten wir erzielen. Und in der nächsten Runde, da machen wir wieder Abnahmen und zwar jede sechste Masche. Wir fangen an wieder mit festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kommt die Abnahme durch die sechste und die nächste. Und das wird eine Abnahme. Und nochmal. Eine feste, zwei, drei, vier, fünf und wieder unsere Abnahme durch die sechste und nächste und das machen wir zu einer. Und nochmal, eine feste, zwei, 3, 4, wir sind wieder an unsere Markierung angekommen, machen hier aber jetzt noch die Abnahme durch die sechste und nächste und machen eine Masche. So, die nächste Runde wieder mit festen Maschen und zwar eine komplette Runde nur mit festen Maschen. Und wenn wir das haben, dann sehen wir uns wieder. Nun sieht das Ganze jetzt so aus und es wird hier oben immer kleiner, die Öffnung. Und auch die nächste Reihe machen wir jetzt mit Abnahmen. Und zwar machen wir jetzt jede siebte ist eine Abnahme. Und los geht's. Ich glaube, eins habe ich schon. Eins habe ich schon. Dann zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und die nächste ist ja jetzt eine Abnahme. Wir gehen ins siebte und nächste und machen daraus eine. So, das Ganze wiederholen wir. Drei. Vier. Fünf. Wir sind jetzt hier an unserer Markierung angekommen, machen es dennoch zu Ende. Also noch die 6 und dann die Abnahme. 6 und jetzt die Abnahme ins siebte und nächste und so sieht es dann aus. Die Markierung kann weg.
So, ich habe mir den Faden jetzt hier oben neu eingesetzt und wir machen jetzt in dieser Runde wieder Abnahmen. Und zwar ist jede vierte eine Abnahme und dann sind wir auch schon fertig. Also die erste habe ich gemacht. Wir machen die zweite. Dritte. Vierte und nächste ist eine Abnahme. Und nochmal eine, zwei, drei. Jetzt kommen wieder die Abnahmen. Die vierte und nächste ist eine Abnahme. Und wir wiederholen das Ganze nochmal. Eins, zwei, drei und die vierte ist eine Abnahme. Und nochmal. Eins, zwei, drei. Moment, so die vierte und die nächste ist eine Abnahme und das machen wir jetzt noch einmal, also noch einmal bis zur Markierung, also noch einmal eine feste zwei drei. Und wir enden bei unserer Markierung mit einer Abnahme und somit sind wir erstmal fertig. Den Faden ziehen wir raus. Und so schaut es momentan aus. Oben sieht es so aus. Da mir die Öffnung hier oben doch noch ein bisschen zu groß ist, ihr wisst ja, es ist meine eigene Anleitung. Ich habe mir das Ganze aufgeschrieben und häkel das jetzt zum ersten Mal. Ich werde das jetzt hier noch ein bisschen zumachen. Allerdings nicht mit Abnahmen, sondern einfach nur eine Reihe mit festen Maschen. Und dann dürfte das auch ein bisschen enger ausschauen. Also ihr könnt auch wieder eure Markierung nehmen. Ich mache das jetzt einfach nur so. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich gehe hier noch einmal durch und mache eine Kettenmasche. Ich noch mal. So, mache das Ganze hier fest. Schneide es ab. So, ich lasse immer gerne ein bisschen was dran, falls man es fürs Nähen braucht. Und oben ist es jetzt wirklich sehr eng geworden. Das Ganze wollen wir jetzt befüllen. Da könnt ihr Füllmaterial nehmen. Ich habe da Füllwatte. Wir machen weiter mit den Armen. Ich fange immer gerne an mit einem magischen Ring und das mache ich auch wieder diesmal, wie vorhin bei den Beinen auch. Und auch darin machen wir jetzt wieder sechs Maschen. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das Ganze verbinden wir wieder.
ziehen es zusammen und machen eine Kettenmasche. So, in der nächsten Runde, auch wie vorhin schon, werden wir jede Masche verdoppeln. Wir haben ja hier 6 Maschen und werden am Ende 12 haben. Wir gehen in die erste rein und machen 2 feste Maschen. 1, 2, dann die nächste, unsere dritte, 4, 5 und 6, dann hier die 7 und 8. In die nächste die 9 und 10, dann die 11 und 12. So schaut das Ganze aus. Wir verbinden das Ganze mit einer Kettenmasche. So, am besten zählt ihr nochmal nach, ob es wirklich 12 sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es sind 12. Und wir machen jetzt nur feste Maschen. Und zwar machen wir 8 Reihen nur feste Maschen. Sind zwar nicht viele Maschen, aber doch einige Reihen. Und dass man da nicht durcheinander kommt, werde ich mir jetzt zu Hilfe auch hier wieder die Markierung nehmen und wir häkeln nur feste Maschen und das 8 Reihen lang. Ich häkle mal eine Runde mit euch zusammen. So, eine Runde haben wir jetzt gehäkelt und wir wenden das Ganze auch wieder, weil das für mich die schönere Seite ist. Und jetzt fehlen noch 7 Runden und dann sehen wir uns wieder. So sieht es jetzt aus nach 8 Reihen. Und wir machen jetzt hier oben Abnahmen. Und zwar jede vierte eine Abnahme. Das ergibt dann insgesamt 3 Abnahmen, da wir ja 12 Maschen haben. Also wir gehen hier rein und häkeln. 1. Zweite feste Masche, die dritte feste Masche und jetzt kommt die vierte, ist eine Abnahme und die nächste. So, und das wiederholen wir. Eine feste Masche, 2,
Das wird jetzt hier immer enger. 3. Und die vierte ist eine Abnahme. So, und das machen wir noch einmal. Die nehme ich auch raus. Eine feste. Zwei, drei und die nächste, die vierte ist eine Abnahme. So, wir müssten jetzt insgesamt 9 Maschen haben. Wenn ihr das habt, dann habt ihr es auch richtig gemacht. Und jetzt häkeln wir noch 3 Reihen nur feste Maschen. Ihr könnt natürlich auch wieder euren Faden nehmen. Da es aber nur 9 Maschen sind, zählen wir einfach 9, 18, 27 sind es also. Und jetzt zähle ich einfach 27 feste Maschen und dann sind wir fertig. Und dann sehen wir uns wieder. Nach 3 Runden schneiden wir das Ganze hier ab. So. So, den ziehe ich nachher da wieder durch. Das ist jetzt nur, um es nochmal fester zu machen. So, das ist jetzt ein Arm und davon brauchen wir natürlich dann auch 2. Da ist er. Und ja, so schaut das dann aus. Wir werden das Ganze jetzt hier dran befestigen. Ihr könnt das so seitlich machen oder so wie ich. Ich mache das so ein bisschen mehr hier so nach vorne. Und ja, das nähe ich jetzt einfach hier so oben dran und dann haben wir das. Das mache ich mit einer Nähnadel, einer Wollnähnadel. Damit klappt das sehr gut. Hier die Arme, die könnt ihr auch mit Watte befüllen. Ich lasse das jetzt einfach. Also mir gefällt das auch so und mache das jetzt ohne Watte. Also ihr habt gesehen, wie ich es gemacht habe, ne? Einfach einmal so durch. So gehe ich dann auch wieder zurück. Und das mache ich halt jetzt bis zum Ende. Also so 4-mal. Das gleiche machen wir dann mit der anderen Seite auch. Und fertig ist erstmal der Körper. So, damit ihr es nochmal sehen könnt. Und die andere Seite werde ich hier so dran machen. Und so sieht es dann aus. Ihr habt gesehen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Das macht ihr mit der anderen Seite genauso. Und das war's dann erstmal zu den Körper. So, ihr Lieben, nun habe ich den Körper fertig. Natürlich in der hellen Farbe, so wie ihr auch am Anfang gesehen habt. Und ja, dieses werde ich wieder hier oben dran nähern und dann ist der Körper komplett fertig. Jetzt fangen wir mit dem Kopf an. Ich mache jetzt nämlich hier mit der helle Farbe weiter und nicht mit dem Grau. So, wir machen einen magischen Ring.
Den habe ich ja euch jetzt schon so oft gezeigt, wie ich den mache. Wenn ich hier ziehe, wird dieser kleiner. Wenn ich da dran ziehe, wird er wieder größer. So, darin machen wir feste 6 Maschen. So, 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Diesen werden wir dann schließen. Und wir gehen hier in unsere erste Masche. So, und machen eine Kettenmasche. So, wenn wir das haben, wir haben hier 6 Maschen und diese wollen wir jetzt verdoppeln. Das heißt, wir müssen dann gleich insgesamt 12 Maschen haben. Also wir machen in jede einzelne Masche, machen wir 2 feste Maschen. 1 und 2 in die erste. Die dritte und vierte in die zweite. Dann 5 und 6. Die 7 und die 8, die 9 und die 10, dann haben wir hier die 11 und die 12. Wir sind mit der Runde fertig, schließen diese mit einer Kettenmasche und das Ganze schaut so aus. So, jetzt werden wir in der nächsten Runde, dann nehmen wir unsere Markierung, am besten eine andere Farbe, eine knallige Farbe, legen die uns dazwischen und wir häkeln weiter. Und zwar verdoppeln wir jetzt jede zweite Masche. Also in die erste kommt nur eine, in die zweite kommen 2 feste Maschen. Und wieder in die erste wieder nur eine und in die zweite wieder 2. Und das machen wir bis zu unserer Markierung. Und dann sehen wir uns wieder. Auch diese Runde haben wir fertig und in der nächsten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche. Also die erste, da kommt eine feste Masche. In die zweite kommt eine feste Masche und in die dritte, da machen wir 2 feste Maschen. 2 feste Maschen rein und das Ganze wiederholen wir wieder. Wieder eine feste, 2 festen. Bis zu unserer Markierung. Nun habe ich auch diese Runde schon fertig und in der nächsten Runde werden wir jede vierte verdoppeln und wir legen los. Eine feste Masche, 2 feste Maschen,
drei feste Maschen. Und in die vierte kommen zwei feste Maschen. Eins und zwei. Und nochmal. Eine feste, noch eine feste, noch eine dritte feste. Und in die vierte Masche, da verdoppeln wir wieder, da machen wir wieder zwei feste Maschen. Und das machen wir wieder bis zu unserer Markierung und dann sehen wir uns wieder. Jetzt sieht es so aus. Und in der nächsten Runde verdoppeln wir jede fünfte und dann sehen wir uns wieder. Zwei, drei, vier und die fünfte wird verdoppelt. So sieht es jetzt aus. Für die, die ein etwas größeres Kopf haben möchten, können jetzt auch noch eine Runde machen, indem sie jede sechste Masche verdoppeln und das bis zur Markierung. Dann ist das Kopf halt ein bisschen größer. Ich möchte das aber etwas klein haben und deswegen lasse ich das jetzt so. Und wir werden jetzt nur feste Maschen häkeln. Erstmal. Und da ich das ja ohne Anleitung mache, beziehungsweise meine eigene, werde ich da jetzt erstmal, ich sag mal, ja, sieben Reihen häkeln. Und dann schauen wir mal, wie weit, wie hoch wir da sind und wie das Ganze ausschaut. Wird wahrscheinlich nicht reichen, aber dann können wir ja schon mal schauen, wie viele Runden wir noch brauchen. Also wirklich nur feste Maschen, in jede Masche eine feste Masche. Da kann man nicht viel falsch machen und ja. Habe da jetzt meine Markierung auch wieder hochgesetzt, einfach nur damit ich weiß, wie viele Reihen ich denn dann gehäkelt habe, denn ich werde ja nicht die ganze Zeit zählen. Also sieben Reihen und dann sehen wir uns wieder. Ich habe nun die sieben Reihen, nehme hier den Faden raus und ja, ob das reicht, sagen wir mal ja. Wir hören auf mit nur feste Maschen zu häkeln und fangen an mit unseren Abnahmen. Wir legen hier den Faden rein und werden jetzt erstmal jede fünfte Masche ist eine Abnahme. Also wir gehen hier rein. Und häkeln eine feste Masche, die zweite feste, dritte, vierte und jetzt kommt die Abnahme. Wir gehen durch die fünfte, holen den Faden, durch die nächste, holen den Faden und machen daraus eine Masche. Und das Ganze wiederholen wir bis zu unserer Markierung. Zwei. 3, 4, 4, genau, jetzt kommt wieder die fünfte. Da wollte ich euch auch noch mal was zeigen. Falls bei euch euer Muster, sage ich mal, achso, ich habe das übrigens schon gedreht, weil einfach die Seite die schönere Seite ist. So, und was ich erwähnen wollte, wenn ihr hier zu viele Löcher habt oder bei den Abnahmen meint, dass das nicht so toll ausschaut wie in den Löchern, dann gibt es einen Trick. Statt dadurch zu gehen und den Faden zu holen, könnt ihr nämlich auch einfach nur die äußere,
also in die äußere reingehen, den Faden holen, hier auch in die äußere, den Faden holen und eine Masche daraus machen. Und das Ganze schaut dann hier ja, viel besser aus. Also ihr könnt es so machen, wie ich es eben gemacht habe, oder auch so. Das ist jetzt so ein Tipp von mir und wir machen weiter. Eine feste bis zur Markierung. Es geht jetzt schon ein wenig in die Enge, denn wir wollen es ja zu haben oder fast zu. Und in der nächsten Runde werden wir jede vierte Masche ist eine Abnahme. Also eine feste Masche häkeln. Zwei. Drei. Wir gehen durch die vierte und die nächste und machen eine Abnahme. Und das machen wir auch jetzt weiter bis zu unserer Markierung. Es schließt sich immer mehr. Was ich noch erwähnen wollte, ich arbeite ja hier gerne mit diesen Augen. Diese kann man einfach ja, durchstechen, indem man einfach so macht, damit man das Ganze aber befestigen kann oder soll. Kann man hier halt mit Heißkleber arbeiten und dann ist das bombenfest. Ich werde das jetzt nicht machen, ich werde das am Ende machen, damit werden die Kinder nicht spielen und deswegen mache ich mir jetzt diese Arbeit nicht. Und wir machen hier oben weiter. Und jede dritte ist eine Abnahme. Eine feste. Die zweite feste und jetzt kommt die Abnahme durch die dritte und die nächste und daraus machen wir eine. So, und das wiederholen wir jetzt auch wieder bis zu unserer Markierung. Ich werde das Ganze jetzt erstmal mit Füllmaterial füllen. Und dann werde ich noch ja, entscheiden, ob ich denn noch eine Runde mit Abnahme mache oder ob ich es so lasse. Das Ganze ist befüllt und es ist schön rund geworden. Ich werde das noch so ein bisschen formen am Ende. Und ich habe jetzt doch beschlossen, dass ich noch eine Runde mache. Allerdings nicht jede zweite, sondern wie gerade auch jede dritte. Und wenn ich hier in der Nähe von meiner Markierung bin, dann höre ich einfach auf. Also wieder wie eben auch, jede dritte Masche ist eine Abnahme. So, dann beenden wir das. Wir schneiden ein Stück ab. So, lassen genug dran, denn wir müssen das ja noch vernähen. Den Faden habe ich da durchgezogen. Der kann hier weg. Und das Ganze wird ein bisschen geformt. So in etwa. Jo. So schaut das aus. Finde ich mega cool. Überall Fussel. Jetzt fehlen uns ja noch die Ohren. Wir haben ja hier die Arme. Die schauen ja so aus. Und genau diese, also wenn wir zwei davon machen, können wir diese nämlich auch als Ohr benutzen. Und das schaut so aus. Also einfach zurückspulen und wir machen zwei weitere davon. Wenn ihr das habt, dann machen wir mit dem Gesicht weiter. Und zwar machen wir jetzt die Nase. Also Nase und Mund. Dafür habe ich mich jetzt für diese Farbe entschieden. Ihr könnt schwarz, ihr könnt rosa, ihr könnt so ziemlich alles nehmen, was ihr wollt. So, und das geht ja jetzt wirklich ganz einfach. Ich gehe. Also ihr könnt irgendwo einstechen
Und wir kommen so ziemlich mittig raus. Also die Höhe würde ich sagen. Wenn nicht sogar noch einen höher. Nehmen wir lieber noch einen höher. So. Ziehen den Faden durch. Nicht ganz durch. Ich halte ihn hier unten fest. Und dann gehen wir einmal so hier runter. Seht ihr das, wo ich durchgestochen habe? Dann gehen wir einmal. Ja, drei Löcher weiter, gehen da durch, ziehen den Faden, so sieht es aus. Jetzt gehen wir hier einmal durch diesen Faden, so ziehen das durch und gehen dann auch hier in unsere dritte und kommen hier unten raus. So, wenn wir das jetzt alles zusammenziehen, dann dürfte das Ganze so ausschauen. So in etwa wie ein Kreuz. Ja, das ergibt hier das Näschen und hier halt den Mund. Und dann können hier die Augen rein und wir haben's. Den können wir jetzt einfach hier rausziehen. Entweder lässt man den länger. Und dann knotet man den hier unten und man stopft das hier rein. Dann ist es nämlich auf jeden Fall schön befestigt. Ich befestige das hier noch einmal. Schneide das ab und den Rest stopfe ich da einfach rein. So, wenn wir alle Teile zusammen haben, tun wir das Ganze erstmal zusammennähen, so wie beim Nilpferd auch. Da haben wir ja wieder die Wollnähnadel und damit klappt das wirklich ziemlich gut und ja, wir legen los. So, ihr Lieben, das ist nun das Endergebnis. Ich habe bei dem diesmal die Arme so ein bisschen ja, außerhalb gemacht. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe hier ein bisschen Schminke dran gemacht. Ich wollte das hier so ein bisschen rosa haben. Und das sind die Ohren. Also die sind genauso groß wie die Arme auch. Und ja, so schaut das aus. Ich bin mega zufrieden und finde einfach, dass das mega süß ausschaut. Ja, das ist das Endergebnis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!